Kerzen zum Verschenken, als Geschenk an, zum Geschenk einpacken, für viele Deko-Ideen mit Blumen, Pralinen, einem Ring, klein und groß, so wie du das möchtest, einfach zu basteln. Das möchte ich dir euch heute zeigen. Auch ganz toll für Kinder. Toll, dass du da bist, dass ihr reinschaut heute in meiner kleinen Bastelei mit Blümchen, Geschenken und. Für Valentinstag, Muttertag oder. Einfach gemacht aus Briefkuvert. Und die hat man in jeder Farbe vielleicht. Und die sehen immer toll aus. Mit Vorlagen. Guck mal, das ist eine Vorlage. Die kann man doppelt und dreifach gleich zuschneiden. Das geht alles. Einfach gemacht, schnell gemacht. Gerade für Kinder. Und wie einfach das geht, das möchte ich dir euch jetzt ganz gerne mal zeigen. Mit Tipps und Tricks. Und wenn du möchtest, gibt es dazu auch noch weitere Ideen. Und das ist jetzt die Vorlage. Und auch in ganz groß und beleuchtet gibt es diese Herzblüte zum Selbermachen. So, was brauchen wir? Wir brauchen ein Briefkuvert oder viele, kommt drauf an, wie du es haben möchtest, in deiner Farbe. Ich habe es hier in Rot und das bitte zukleben, ganz wichtig. Längliche Form, gibt es ja in allen Farben, wie man weiß. So, dann die Vorlage, die ist genau in der Größe vom Kuvert. Du kannst ein Standbild machen und kannst dann wirklich vom Bildschirm das abpauschen oder ein Screenshot machen. Oder du guckst dir einfach das Bild an, machst eine Vorlage in Pappe genauso groß wie das Kuvert ist und dann zeichnest du es dir selber an. Wie du das möchtest, Vorlage gibt es auf jeden Fall von mir. Kuvert zukleben, ganz, ganz wichtig. Und wenn man die Vorlage hat, kann man 2, 3 Kuverts übereinander legen. Und dann so ausschneiden. So, nochmal Vorlage. So. Dann nimmst du die Vorlage, legst sie auf deine Kuverts. Dann kannst du sie fixieren mit Büroklammern oder Wäscheklammern. Das liegt bei dir. Dann kann man so 3, 4 auf einmal ausschneiden, wenn du eine gute Schere hast. Und dann bis zu den Strichen bitte die Bögen schneiden, damit wir die schön aufkriegen. Ja, schön ausschneiden. Das ist eine tolle Art auch für Kinder zum Basteln. Muttertag, Geburtstag. Vatertag, Valentinstag, in Gold vielleicht für eine goldene Hochzeit, in Silber für eine silberne Hochzeit, für eine Taufe und. Oder einfach, wenn mir jemand lieb hat. Oder als Giveaways, dann kann man die Sachen reintun. So. Ausgeschnitten. Alles runter. Hier habe ich schon mehrere vorbereitet. So. Dann klappt man es vorsichtig auf. Ach, vergessen zuzukleben. Ich sag's noch. Naja, aber die anderen waren alle zu. So. Und jetzt da wirklich vorsichtig aufgemacht. Und dann hat man eine ganz tolle Herzverpackungstüte.
und muss sie sich nur noch ein bisschen auseinanderdrücken. Da, wo die Herzen sich treffen, die Bögen, kurz und lang, macht man so einen Knick und dann hat sich das auch. In das einfache Herz, Herztüte, kann man dann ganz toll Blümchen einstecken. Auch echte Blumen, aber da braucht man auch ein klein wenig unten eine Tüte oder ein kleines Plastikgefäß, wie von einem Mini-Joghurt oder so. Und dann kann man Frühblüher reintun und kann sie dann so verschenken. Oder man nimmt noch eine kleine. Man kann dann in dieses Briefkuvert noch eine schöne Gefriertüte machen, eine durchsichtige, und da dann auch noch Kleinigkeiten reinstecken, wie ganz besondere Bonbons, ganz besondere Pralinen, ein Geschenk und Kram. Also es sieht ganz toll aus. Was auch schön aussieht, wenn man vielleicht Sisal hat und den noch einsteckt. Ja, richtig ordentlich. Die Herzen müssen aber hochgucken. Das sieht auch nicht so aus. Und dann noch ein Blümchen dazu. Ja, das Ganze ein bisschen aufmotzt. Bisschen Licht rein. LED-Lichterkette geht rein. Mit Batteriefach. So ein ganz kleine. Da kommt eine Mikrobatterie rein. Oder auch mal farbig. Na, das ist zu groß. Und dann kann man wirklich ganz, ganz, ganz viele Geschenkideen da reintun. Auch selbst gebackene Kekse zum Beispiel noch mit einer kleinen Gefriertüte und. Jetzt wird's nicht. Jetzt wird's nicht mehr. Alles mit einer Hand ist auch nicht so einfach. Noch viel mehr Passendes findest du natürlich in meinem Kanal dazu. Auch Valentinstag, Sachen, Geburtstag, Feste, Silberhochzeit, Goldene Hochzeit, alles Mögliche. Und das am besten auf meiner Startseite kreativ-reich, die Kekaplauderei. Und da ist so eine kleine Leiste ganz oben, Playlist steht's, und da anklicken und da habe ich alles in Ordner geordnet. Häkeln, Stricken, Basteln, Basteln für und mit Kinder. Butterbrot, Papiersachen, Sterne, Blumenwerkstatt, Frühling und Ostern, Sommer, Herbst, Winter, Weihnachten und. Alles für dich leicht zu finden. Und dann sage ich alles Liebe, schön gesund bleiben oder gesund werden. Eure, deine Kerstin. Tschüss.